Unser Universum ist ein schwarzes Loch und zwar ein auseinanderfliegendes. Diese Ansicht ist der Physiker Nikodem Poplawski von der University of New Haven. Der Urknall war demnach nichts anderes als das Explodieren des Kerns eines schwarzen Loches. Wie, was, wo und vor allem warum? Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Zurzeit sehen wir schwarze Löcher ja als etwas extrem Außergewöhnliches an. In ihnen hört die normale Physik auf und alles wird extrem. Licht kann nicht mehr aus ihnen entweichen und in ihrer Mitte wird eine Singularität vermutet. Also ein Punkt, ein unendlich kleiner Punkt, in dem alles, was das schwarze Loch enthält, konzentriert ist. Nikodem Poplawski von der University of New Haven sagt, alles Quatsch. In der Natur gibt es nichts Unendliches und deshalb gibt es auch im schwarzen Loch im Zentrum nichts unendlich Kleines. Vielmehr ist es zwar extrem klein, aber letztlich konzentriert sich dort alles auf einen endlich großen Punkt mit einer zwar minimalen, aber eben doch einer Ausdehnung. Und dieser Punkt unterliegt Kräften. Das schwarze Loch rotiert und diese Rotation verhindert auch die Existenz einer Singularität. Schwarze Löcher drehen sich extrem schnell, fast mit Lichtgeschwindigkeit. Der Kern des schwarzen Loches wird deshalb durch diese Kräfte am kompletten Zusammensturz gehindert und auch verändert. Durch die schnelle Drehung unterliegt er wahnsinnigen Kräften, er verdrillt und dadurch quasi wird er wie eine Feder aufgespannt. Irgendwann sind die Kräfte so groß, dass dieser Kern auseinanderfliegt und sich diese Kräfte, die dann die unglaubliche Gravitation des schwarzen Loches überwinden, ihre Bahn brechen und das schwarze Loch fliegt eben auseinander. Genau das trifft auch auf das Universum und auf den Urknall zu. Genauso ist es quasi während des Urknalls passiert. Und diese Torsionskräfte würden auch einige Besonderheiten des Universums erklären. So drehen sich Galaxien in der einen Himmelsrichtung eher rechts herum und in der anderen Himmelsrichtung eher links herum. Rotationsachsen von Quasaren sind immer im ganzen Universum parallel. Phänomene, die mit einer Art Verknüpfung zwischen allem zu erklären sind. Und das wären eben die Kräfte, die auf den Kern eines schwarzen Loches gewirkt hätten. Das Universum ist inzwischen 13,8 Milliarden Jahre alt. Forschungsteams rechnen damit, dass bald die ersten schwarzen Löcher auf diese Art und Weise explodieren würden. Es wird also extrem spannend, wie sich dann die ausgeworfene Materie verhält. Sind dort dann ähnliche Überreste von Torsionskräften zu finden, spricht einiges dafür, dass das vermutete Multiversum genauso wie unser Universum aus unzähligen schwarzen Löchern besteht, die Universen gebären und auch vielleicht wieder verschlingen. Wenn es neue Erkenntnisse dazu gibt, erfahrt es natürlich hier. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Hier geht es weiter, also hier mit Es gibt keine Wirklichkeit, Multiversum, da gibt es noch mehr Infos zum Multiversum. Absolut mindblowing, also draufklicken und nicht verpassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt dran.